Am Wochenende trägt hier der RMSV Frichhof Düsseldorf das höchstklassigste Radballturnier, was es in NRW weit gibt, aus. Da kommt der Weltmeister und noch andere Nationalmannschaften aus der ganzen Welt. Wir haben Gäste aus Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich. Und ja, da trifft sich die ganze Elite vom Radball und spielt hier ein Freundschaftsturnier als Vorbereitung zur WM, die jetzt auch stattfindet. Ja, wir haben hier zu Gast den sechsfachen Weltmeister aus Österreich. Also wir haben absolute Top-Teams, Europa-Juniorenmeister, und hier ist die Radball-Elite am Wochenende zu sehen. Radball ist ein koordinativer, anstrengender Sport. Man spielt 2 gegen 2, man ist dauerhaft auf dem Rad. Alle Körperpartien sind angestrengt und das Ziel ist, wie halt beim Fußball, möglichst viele Tore zu schießen in 2x7 Minuten. Faszination des Radballs ist, das ist unheimlich dynamische Sportart. Wir müssen unheimlich viel auf dem Rad können, also viel Balance, ist sehr artistischer Sport und auch sehr anstrengend. Ich selber spiele mit dem Axel Körner in der Oberliga. Das ist die höchste Klasse in NRW. Und dazwischen ist halt noch die zweite Bundesliga und die erste Bundesliga, die das halt alles nochmal unterscheidet. Und die Besten aus der ersten Bundesliga spielen halt quasi dann Weltklasse. Spielt ihr auch mit am Wochenende oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, wir spielen auch als Team mit von Düsseldorf. Und wenn es gut läuft, dann kann man vielleicht auch einen Sieg reinholen. Es wurde mir angewiesen.